Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind auf dem Weg zu Gortash. Kann man die Aussicht genießen hier? Ganz schön hübsch. Wir sind auf dem Weg zu Gortash, Entschuldigung. Und ja, müssen ihn jetzt endlich ausschalten. Die Stahlwache haben wir schon besiegt. Ging jetzt überall hier rum. Aber anscheinend kommen wir nicht gleich zu Gortash. Was ist denn hier los? Der hat aber hier die Fallbrücke hochgenommen. Okay. Wenn er denkt, dass er uns so aufhalten kann, kommen wir jetzt darüber. Oh, mal kurz hier unten. Und da vielleicht irgendwie außen rum, irgendwo hin. Das probieren wir mal. Wir haben ja die richtigen Stiefel. Ich muss immer wieder die richtigen Sachen anziehen, weil die teilweise jetzt mit den Handschuhen. Die Geschicklichkeit, da will ich wieder die Badenhandschuhe anziehen. Da. Sehr schön. Rüstungsklasse 20. Und hier ziehen wir jetzt die Schuhe an, die uns den Federfall geben. Welche ziehe ich danach eigentlich an für den Kampf? Ja, Wucht ist ein bisschen lahm, Sprung. Stiefel gibt es echt nicht so gute. Hier, Stiefel der Pracht wahrscheinlich. Wo Dimensionstor auch nicht so verkehrt ist. So. Kommt mal alle mit. Die hat anscheinend keinen Federfall angehabt. Wer ist das denn? Dame Freda Oberon. Ist in der Gefängnismauer. Jetzt wäre ja vielleicht aus dem Gefängnis ausgebrochen. Vielleicht ist es eher andersrum gedacht. Hier kann man auch noch runter. Ist ja abgefahren. Dann noch weiter runter. Kann die Kamera gar nicht so weit bewegen. Und dann kann man da mit dem Boot dann weg. Ist ja cool. Es gibt noch so viele Sachen zu entdecken. Also, ich finde es aber ganz cool. Ich spiele das Spiel jetzt nicht auf Gewalt so wie eben ein Spiel, wie ich es mache. Also ich muss jeden Winkel erkunden. Ah, da noch die letzten 3% rausholen. Sondern ich versuche es ja so zu spielen, wie es sich jetzt organisch ergibt, weil ich es irgendwie cooler finde. Wie ich das Gefühl habe, dass es Sinn ergibt. Und klar könnte man dann denken manchmal, oh, dann verpasse ich was vom Spiel. Und klar ist das so, aber ich finde, die Geschichte ist einfach viel organischer und viel glaubwürdiger und schöner und cooler, wenn man halt das so nimmt, wie es kommt. Das ist das eine. Und zweitens werde ich Baldur's Gate eh noch ein paar Mal spielen. Zweimal, dreimal, was auch immer. Und ich werde die Sachen schon auch noch sehen. Das ist der andere Grund, warum ich das so ein bisschen so machen kann. Vielleicht seid ihr auch mit dabei dann, wenn ich das noch spiele. Ich habe noch ein paar Sachen vor. So, hier gibt es auch irgendwie so eine Art geheime Tür. Ich kann die nur von innen öffnen. Und da gibt es so eine Art geheime Tür. Warum ist die Reihenfolge? Das nervt mich total. Das ist irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, wie man es Packen nennen möchte, dass sich ständig die Reihenfolge ändert. Hier einhauen. Leider nicht. Gehofft, dass man da irgendwie. Jetzt kann man hier noch ein bisschen lang gehen und hüpfen. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Dann ist die Brücke noch offen anscheinend. Mit dem Wegpunktsystem können wir auch da irgendwie hin. Aber ich probiere sowas auch gerne aus. So. Das habe ich schon öfter gemacht, dass man eigentlich irgendwo einen Wegpunkt nehmen kann oder irgendwo anders lang gehen oder sich hinzaubern, dass ich auch einfach mal probiere, ob ich nicht auf einem herkömmlichen Weg das schaffe, weil es manchmal auch da wieder interessanter ist, finde ich. Okay, dann gehen wir mal hier durch die Rissen der Gefängnismauer, gucken, wie wir da rauskommen. Amira ist noch ganz da hinten. Nein, nein, nein. Das hasse ich immer. Wo ist Amira hier ein bisschen bummelt? Jetzt kommt doch mal wieder rüber. Alle. Mira geht vor. Es wäre noch ein anderer Weg gewesen, aus dem Gefängnis rauszukommen.
Ob das bei dem Otto da ist? Naja, wenn wir das jetzt mal kennen. Jetzt brechen wir das Gefängnis ein. Auch mal interessant. Und ich gedacht, dass wir nochmal einbrechen. Welcher Raum ist denn das hier? Hab ich überhaupt nicht gesehen. Ach, den Raum kenne ich noch. Ah, krass. Ja, cool. Das ist ja cool. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Zu langsam. Was haben wir denn hier? Kämpfen die? Wir warten auf jemand anders hier eigentlich. Ne? Nach vorne geschaut. So, was haben wir denn hier? Faust Ivarius, ein Magier und vier Kämpfer. Erstmal den, ja, Leute, schalten wir erstmal den Magier aus. Wir stehen halt ewig weit weg. Kann ich da ranhüpfen? Kann ich. Das sind schlechte Nachrichten für euch, Kollegen. Ja, so machen wir es. Ich überlege, ob ich noch was anderes vorher. Das passt so. Scheiße, nicht liegen bleiben. Das wäre noch stärker. Dass der Lysel immer so spät dran ist. Lysel. Drei bis 30 können wir machen. Ich möchte ganz gern ausschalten, den Typen. Drei bis 30, 55% nur, 75, 3 bis 24, damit das Chancen sind okay, ihn so zu finishen. Als erst nach Lysel dran. Also probieren wir es einfach so. Klingt schon ein bisschen übel. Ja, wir heben jetzt die Zauberplätze ein bisschen auf. Okay. Haut auf jeden Fall ordentlich zu. Kommen wir nicht mit hier rüber. Frage ist eher, ob ich erstmal den ausschalte. Oder die da hinten, aber Karlach. Eigentlich eine harte Sau, nur ganz kurz. Naja, machen wir das. Kümmern wir uns um den. So, Kollege. So nicht. Oder wir schmeißen ihn um und verkloppen ihn dann. Aha. Allen widerstehst, dann stirbst du halt so. Sag mal, hatte ich nicht die neue Rüstung angelegt? Doch, sie hat eine neue Rüstung. Sie hat immer noch die. Nee, doch, schon richtig. Sie hat immer noch die Adamant-Rüstung. Never mind. So, Karlach. So ein Rundumschlag wäre halt was. Zum Barbar würde das auch passen. Das hat sie leider nicht so. Rettungswurf.
So wichtig ist das nicht, dass das sitzt. Ein bisschen Bonusschaden, aber Bolzen ist ziemlich nichts. Was wir alles haben hier. Kann man einfach mit einem extra Angriff machen. Nach dem Angriff bewirken Fernkampfangriffe von Gontremotor. Das ist durch den Bogen, den ich habe, ne? Aber Fernkampfangriffe machen wir ja nicht. Ist mir schon alles mal gerade durch. Interessant ist auf jeden Fall. Naja. Toilette ab. So, dann ballern wir hier mal ein bisschen was rein. 75, 75, 75. Und 30, 35, 35. Finde ich zu viele Ressourcen jetzt verbrauchen, weil ich keine lange Rast eigentlich machen möchte. Oder auch wahrscheinlich gar nicht machen kann, wenn ich jetzt einmal in der Festung bin. Heilen wir sie ein bisschen und geben ihr Klingenbann. Was ganz praktisch ist. Breathe deep and move. 6 bis 11 und die Chance ist 60%. Ein HP wieder, oder? Ey, das macht das Spiel doch extra. Das macht es doch, um mich zu ärgern. Nach dem Kampf, man kann in diesem noch einen nach langer Rast ist wieder aufgeladen. Ach, ich brauche es doch nicht so dringend. Bin ich ganz sicher, innerhalb des Kampfes kriegt man das halt nochmal wieder, um das weiter zu casten, aber ich weiß nicht, wenn der Kampf komplett endet, ob es nicht dann weg ist. Und deswegen... Fehlschlag gegen den einen mit einem HP, oder was? Kreuzfahrermantel. Jo, mach ruhig. Wir müssen mal, jetzt wo es hier ein bisschen tricky wird, müssen wir wirklich mal unsere Heiltränke richtig verteilen. Weg. Ja, hier Typ. So. Tränke. 552. Wir haben einen der höchsten Heilungen. Dass wir das mal brauchen. Das heißt, dann resettet, ist irgendwie ein bisschen bescheuert. 443, das ist okay so, glaube ich. Dann haben wir einen der höchsten Heilungen. Und dann müssen wir eigentlich mal die Öle vernünftig verteilen. Weil der Gordas ist halt schon wahrscheinlich nicht ganz ohne, dass vor allem die zwei, die hier mit Sachen angreifen, irgendwie genug einfaches Gift, sagen wir so ein bisschen wenig. Das mit so Tränken, ja. Giftet und schläft ein. Das ist halt ein Zauberungsgrad 11, das ist halt albern, 13. Nur das Verderben ist auch ein 11. Das muss irgendwie 13 oder so, sollte es schon sein. Noch ein des ersten Grades. Kann er mal das bekommen? 2 und
Das ist auch super ätzend. Ist das immer resettet, den Filter, wenn ich was weggebe? Kann er den Filter bitte mal gerade behalten? Ich mache das da nicht zum Spaß. Oder er ist gelähmt und vergiftet. Das ist ziemlich stark. Nutzen wir doch das. Okay. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen heilen. Haben wir irgendwie noch so kleine Tränke, die wir sonst nicht so brauchen? Nicht wirklich. Gehen wir jetzt mal weiter und können wir eine kurze Rast machen noch. Wenn wir jetzt nicht noch auf irgendwelche treffen. Ne? Jetzt sind wir in einem feindlichen Gebiet. Hier ist gefährlich. Müssen wir uns auch dementsprechend verhalten. Knoblauch und Wassermelone. Das nimmt man natürlich trotzdem mit. Oder Sonnenmelone, wie es hier heißt. Okay, so sind wir jetzt in die Burg gekommen. Machen wir kurz eine Rast. Wo wir da hochgehen. Karlach hat einen Haupthandangriff bei Faust Lautstein benutzt. Und greift den Karlach automatisch an, sofort, aber er weggeht. Henker. Gleich mal in den Rücken critten. Durchbohrender Schuss. Das ist okay, ne? Auch die klaffende Wunde. Das überleben wir schon. Sind wir erstmal dran, das ist sehr schön. Jetzt gehen wir nämlich dahin und radieren die einfach mal aus. Ich kann auch von hier bestimmt darüber rennen einmal, oder? Probieren es mal von hier. Find a route. Dann ist es einfacher. Ah, nicht alle. Naja, aber so ist auch okay. Er ist gleich komplett erwischt. So, den Magier, der hat noch 18 Lebenspunkte. Da geht Laisel mal hin. Wie viel Bewegungspunkte habe ich da noch? Dann hüpfen wir lieber. Erstmal ein Magier loswerden. Die halten nicht viel aus, können aber super ätzend sein. Und dem haben wir mal die Waffe aus der Hand. Wow. Jetzt heben wir uns auch nochmal auf. Wow, er hat noch einen Lebenspunkt, okay. Aber dieser einen Lebenspunkt schon wieder, ne? Das macht das Spiel doch extra. Das kann mir auch keiner erzählen. Dass das Zufall ist. Jetzt brauchen wir auch gar nicht. Raserei brauchen wir jetzt fast gar nicht mehr für den Fight. Ich hier schon wieder so viel Schaden bekommen habe. Okay. 60%. Böser Spott. 80%. 80% ist ganz gut. Villainous Prick. So sieht es nämlich aus. So, 37, 29. Fehlender Angriff, 7 bis 19 Schaden.
Schön, zweimal ausgewichen. Oh, doch, hätte ich auch direkt hier hinreisen können? Naja, das zählt ja nicht. Das ist Schummeln, haben wir ja gerade drüber gesprochen. So, baller den weg. Kleine Heiltränke, dass ich gar nichts mehr von habe. Noch welche kaufen müssen oder halt selber basteln. Ist ja die noch? Ist ja keine von den großen Tochter auch. Ich will halt keinen Zauberslot verwenden. Ich will auch keine Rast gerade jetzt schon machen, aber vielleicht. Brauchen wir das noch einmal? Okay, dann gib mal jeweils einen im Inventar. Gib mal. Wo sind's? Wenn ich jetzt den Filter mache, ist nämlich gleich wieder weg, sobald ich das. Fünf da. Drei an Mira und zwei an Shadowheart. I have a lot on my mind. And, well, in it. Okay. Fahndungsplakat. Vielleicht werden wir gesucht? Schon? Wanted, the Stone Man. Okay. Leader of a dangerous criminal enterprise. Reported to travel with a mouse. What? Okay, haben wir den eigentlich aktiviert oder was? Weil, oder vielleicht kann man den gerade nicht nutzen, weil der in einem gefährlichen Gebiet ist. Oder hatten wir den noch vorher gar nicht? Hm. Egal. Ich fand den Weg jetzt in die Burg so eh cooler, als einfach da mit einem. Als einfach hin zu traveln mit einem Wegpunkt. Was haben wir denn hier? Eigentlich sollte ich mich hier nur ums Eck stellen und auf die warten, ehrlich gesagt. So, Karlach. Karlach und Bersell bleiben ja verstehen. Vorne. Vielleicht nicht ganz auf einem Haufen, weil das kann manchmal ein bisschen problematisch sein. Aber ansonsten kommt's halt. Noch eine Runde warten einfach. Noch einen Schritt zurückgehen. Dass wir vom Winkel da nicht so leicht zu sehen sind. Wenn sie jetzt Nahkämpfer noch näher rankommen müssen. Und der ist schon fast da. Kann ich eigentlich mal hingehen, den hauen und wieder weggehen. Also ich kann einfach mit ihr zumindest einmal Ignis casten. Also Ignis! Wie es richtig heißt, Entschuldigung. Mal ums Eck, auch wenn ich jetzt einen Gelegenheitsangriff bekomme. Weil die anderen da nicht so gut rankommen. Erste Angriff machen sollen, hätte ich 5 Schaden weniger bekommen.
muss eh nochmal eine kurze Rast machen, bevor ich in den großen Raum gehe. Eine kurze Rast, weil ich die Pass, weil ich ein paar Abilities wieder brauche, die mit kurzer Rast wieder aufgeladen werden. Und glaubt ihr, ich bin schon aufgestellt? Moin. Ganz kurz schauen. Ich will nur gucken, ob das auf Cooldown ist. Ja. Das macht 11 bis 24 Schaden. Im Gegensatz dazu. Trifft halt beide. Kritischer Fehlschlag. Schlagen immer noch die Waffe aus der Hand. Sehr schön. So, den schalten wir zuerst aus. Den hier. Feuerelementar, ernsthaft? Ja, Gegenzauber. Kein Bock jetzt auf ein Feuerelementar. Das ist eine Ressource, die ich eher ungern verbrauche. Aber ich habe jetzt keinen Bock, wie gesagt, auf ein Feuerelementar. Counterspell ist echt eine gute Sache. Ohne Salami nehme ich immer mit. I nehme ich immer mit. Salami ist einfach beste. How much farther can I go? Uns das mal hier noch um. Ich hätte auch den Schaden nehmen können, ehrlich gesagt. So, machen wir jetzt hier noch eine kurze Rast? Ich glaube schon. Ach, okay, das ist, glaube ich, der andere Eingang noch. Kann das sein? Das will ich mal eben. Waff dich mal kurz. Shadowheart. Da. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Okay. So, wir brauchen, also welche Sachen werden wir durch lange Rast aufgeladen? Das hier zum Beispiel. Alle Überlegenheitswürfe. Kurze Rast, nicht lange Rast. Lange Rast geht ja nicht. Dann machen wir das nochmal und dann in die Allianzhalle. Boah, das wird spannend. Gegen Gortosch. Okay, alle bereit? Let's go. Okay. Man kann die zurückwerfen, die Granaten. Ne? Das ist ein bisschen geil. So, schauen wir uns mal kurz um. Wir haben schwarze Hand Molen. Irgendwo ganz hier hinten. Schwarze Hand Ignor. Da. Schwarze Hand Grey Ward auch relativ weit hinten. Schwarze Hand Aisha da. Eiserner Konsul Mian. Auch alle nicht ohne. Und Nuff. Wir haben zwei Erschütterungsgranaten. Und zwei Einäscherer. Ach du Scheiße.
Ein Escherich. Wir gucken uns das mal genau. Gucken erstmal an, was die. Können die irgendwas Spezifisches? Geht alles infernalische Waffe? Ja, ja, ja. Gucken uns die eisernen Konsulen mal an. Okay, geht auch. Ist nichts Schlimmes. Wir gucken uns kurz die Granaten an. Kurz vorm Explodieren. 3718 Schallschaden. Die werfen wir einfach mal zurück. Okay, so viel dazu. Und wir gucken uns das mal eben an, wie das funktioniert. Im nächsten Zug wird der bezeichnete Bereich eingeäschert. Also müssen wir auch da raus. Okay. Wir sind zum Glück alle vier dran. 82 HP. So, fangen wir doch einfach mal mit Mira an. Mit denen, die nicht so viel Schaden machen. Nimmt die Granate. Und wirft die Granate. Behält die nicht in der Hosentasche. Jetzt müssen wir die Granate finden. Da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht. Sieht fast so aus wie das. Sag mal. Da. So schwer ist es gar nicht. Ich suche irgendwie, glaube ich, manchmal nach einem anderen Symbol und deswegen. Irgendeine Erklärung habe ich schon dafür. So, werfen die mal zurück. Genau auf dich drauf. Das sollte funktionieren. Okay, jetzt sehen wir auch, wie weit hier der Einzugsbereich ist. Da gehen wir die Leute mal raus. Brennt. Hat noch 1 HP, 1 D4, 2 HP, sollte eigentlich sterben an der Stelle. So. Schattenherz, nimmst die andere Granate. Wo liegt die? Da. Da. Ja, ist nicht ganz leicht. Einfach zwischen die Beine greifen. Okay, wir können auch einen Schritt nach zur Seite gehen. So. Und wir werfen die Granate. Na, ist alles weit weg. Den hat's erwischt. Rüstungsklassen nochmal angucken. 21, 19, 20. Ach, alle gut, okay. Dann geh einfach mal. Guck mal genau. Hier sollten wir in Sicherheit sein. Vor der Einäscherung. Wir haben noch eine Bonusaktion. Das ist zweiter Zauberplatz, oder? Wir sind noch nicht beim Gordhasch in den Gemächern. Davor muss ich auch meine Öle nochmal anwenden. Hier liegt noch eine Granate. Was? Okay, das müssen wir dann gleich werfen. Warum liegt hier noch eine Granate? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Okay, whatever. So, dann hier einen. Zwei Handhaber. Nicht zu weit vorne. Nein. Oh, der Einerscheuer lädt auch. Ach, die liegen da schon, glaube ich. Die Granaten. Vielleicht wie Minen. Ich bin da reingelaufen. Die Waffe hat das ausgelöst. Ist das dann jede Runde oder einmalig? Egal. Finden wir raus. So, wir sind hier fertig. Karlach. Ja, dann. Karlach. Wirf die Granate. Kommen wir nicht weit genug? Wir müssen einen erstmal ausschalten, ganz gerne. 82 HP. 93. Ich kann eine Menge Schaden machen. So, dann hüpfen wir mal. Nicht zu weit, weil sonst bin ich bei so einem Einäscherer im Gebiet. Ich wollte hüpfen. Was habe ich denn da gedrückt und warum? Nicht eine Waffe werfen. Da, wo ist denn das? Doch, das ist das Werfensymbol.
Muss ich das machen? Ein bisschen werfen, schade. Machen wir den Einäscherer sonst kaputt halt. Nervt er mich wenigstens nicht. So, kann ich jetzt hier wenigstens noch dann... nicht mal den angreifen, außerhalb der Reichweite. Eigentlich hat man dann oft einen Malus, aber... ich kann ihn gar nicht angreifen. So, dann warten wir hier. Und ich könnte den noch ausschalten. Machen wir einfach mal. Hier noch einen extra Angriff. Okay, schade. Mira ist auch fertig. So, Lazelle. Heben Sie die Granate auf. Werfen Sie die Granate. Ist das die gleiche? Das gleiche sieht ein bisschen anders aus. Auch Pulverbomben. Nicht, dass ich eine geladene Granate hier im Gepäck habe. Sieht so ähnlich aus. Es gibt einiges im Gepäck. Hier bräuchte man einen Filter. Da ist sie. Na, das sah sehr ähnlich aus. HP. Der ist auch mal weg. Tagebuch aktualisiert unsere vorherige Freundin. Was wurde aktualisiert? Wir haben Gortasch gestellt. Seine Zeit als Erzog ist vorbei. Okay, ist das so? Ist er hier gerade auch mal aufgetaucht? Er ist ja aufgetaucht. Okay, der hat es mitgekriegt. Er wird auch gleich hier runterkommen, okay. Okay. Der brennt für eine Runde. Warum das noch angezeigt wird, obwohl es kaputt ist, weiß ich auch nicht. Ernsthaft? Komme ich jetzt... kann ich nicht auf seinen Fuß schießen? Okay, könnte noch was anderes schießen einfach. Mache ich jetzt auch einfach. Damit der stirbt, der brennt zwar gleich weg, und dann kann ich das eben nutzen. Nur genug von dem Quatsch. Was er in seinem Zimmer da macht. Boten. Müssen die irgendwie aktivieren, das ist ja ganz geil. Wenn die da vorstehen. Jetzt hat sie irgendwie rumgesprochen in der Burg, dass hier ein großer Kampf stattfindet. Ist verbrannt. Ah, wir bleiben mal hier. Die mystische Waffe. Jetzt können sie ein bisschen targeten. Die buffen sich noch gegenseitig. Was ist ein Banes Befehl überhaupt genau? Das gucken wir gleich mal an. Wenn man die gar nicht sieht, müsste das eigentlich auch nicht so anzeigen. Es wirkt ein bisschen glitchy und buggy. So. Zum Glück standen wir da nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Ein Äscherer. Was? Hä, wo kam das denn her?
Okay, das tat weh. Kralach ist mal dran. Das tat ziemlich weh. Das ist ein Fehler, das ist kaputt, dass das angezeigt wird. So. Kralach war die Einzige, die nicht mit drin stand in dem Shit. Hätte ich einfach kommen lassen sollen. Egal jetzt. Wolken aufflust. Aber vielleicht fahren wir auch einfach so schnell wie möglich, bevor Verstärkung kommt. So, dann. Ja, die Sachen heben uns auf hier. Das ist eigentlich ganz geil, die wieder reinzustoßen. Und dann geht der Einäscherer an. Aber ich habe nicht mehr viel Bewegungsmöglichkeiten mehr. 94% ist natürlich auch ganz geil. Also wir treffen schon auch ganz gut. Was war denn eine Bonusaktion? Ach, ich bin gehüpft. Never mind. You chose to suffer. You chose to die. Reflektorwächter. Ist da irgendwas? Was findet in der Stadt? Kann ich das weit genug werfen? Ich befürchte fast nicht. Ihre erbärmlichen Hüpfer immer. Und es gibt ihm trotzdem 1,5 Meter. Aber. Das ist auch schon ein bisschen traurig. Ein bisschen hinlaufen, oh Gott. Dem Einäscherer da aufpassen. So, jetzt versuchen wir mal, das zu werfen. Loswerden müssen wir es auf jeden Fall. Ah, sauber, wir treffen den. Gerade so. Der war hundertprozentig, war es angezeigt, dass der im Bereich war. Okay. So, wir müssen uns mal heilen, und zwar vernünftig. Man kann das nochmal abbrechen. Das macht 8 bis 30. Das hat eine Aktion. So, ich gucke mal, dass ich wieder nicht eine Granate übersehe wie vorhin. Sieht aber nicht so aus. Will ich etwas anders casten? Moment. Ich glaube, erstmal überleben ist tatsächlich das Wichtigste. Damit heile ich. So. Lazelle, mich und Mira. Das sieht gut aus. Machen wir auf den Vierer mal. Achso, ich muss die Ziele per Hand auswählen. So viele Ziele kann ich auch niedriger. Ich dachte, das hängt davon ab, wie. Stopp, stopp, stopp. Mach mal zurück. Man kann pro Zaubergrad. Wird sich heilen. 6 Ziele. Müsste Leute mehrfach treffen können. Das ist ja immer praktisch. Kralach ist noch voll, von daher. Ich stelle mich aber auch gerade ein bisschen doof an. So, nochmal. Ich habe auf. Es tut mir leid. Ich bin gedanklich irgendwie anscheinend woanders. So. Und nein. Zack. 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 Hier drauf. Nicht auf Zug beenden. Ist fast ein bisschen unterwältigend, ne? Dann machen wir noch damit auch nochmal. Vierer. Okay, besser. Gehen schon mal in die Richtung. Vielleicht einen Nebelschritt machen oder vielleicht ist das eher was wir Gortash aufheben sollten. Dass wir hier rüberspringen ein bisschen über die ganzen schwierige Gelände. Taking position.
Ernsthaft? Dann spurten wir halt nach vorne. Klage. 10 bis 80 Schaden. Pflanzen sind empfindlich gegen diesen Zauber. Bei Rettungswurf das Ziel erhält er noch den halben Schaden. Also fände mir den halben Schaden. Auf wen? Auf Schattenherz. Uff. Ja, gegen Zauber. Ist das ein zu hoher Spell gewesen? Ich dachte, wenn er mir das so anzeigt. Habe ich nicht drauf geachtet. Vierten Grades. Was ist denn, wenn ich. Ich weiß ja gar nicht, mit welchem Grad. Also vier, so drei reicht ja anscheinend nicht aus. Aber woher weiß ich denn, ob er mit dem vierten oder fünften Grad. Weil er kann es ja auch mit dem höheren Zauberkratz wirken. Okay. Das ist auch nicht so praktisch. Ich dachte, das ist ja ein bisschen. Sag bloß, ich komme gerade so nicht in Reichweite. Ja. Das ist nur, dass ich nur als dritten Grad Counterspell gecastet habe, war eindeutig mein Fehler. Aber das andere frage ich mich ja halt trotzdem, ob ich erkennen kann, mit welchem Level er es castet. So, Karlach ist erstmal dran. 93. Okay, der. Jawohl. Karlach räumt halt einfach auf. Zwei hat. Ich dreh noch durch damit, mal ernsthaft. Das Spiel macht das echt extra, um mich zu ärgern. Ach du Scheiße. Ich schreit da rum, jetzt ist die fast gestorben. Schon zwei. Was? Alter. Wo ist meine Schriftrolle der Wiederbelebung? Nirgendwo anscheinend. Okay, das wird jetzt interessant. Erstmal haben wir jetzt direkt hier nur noch die zwei. Und da ist es nicht ganz so, aber. Wo ist denn meine Wiederbelebungsschriftrollen? Mal ganz kurz gucken. Okay, Laisel hat 10. Kann ich ja nicht hier. Kostet das eine Aktion dann? Ja, kümmern wir uns gleich drum. Liegt. Wo soll sie wiederbelebt werden? Ne? Vielleicht nicht ganz da vorne. Hier so. Ja. Sehr gerne. Obwohl, ich glaube erstmal. Erstmal dahin. Mit. Kann ich nach dem Knaufschlag denn wieder. Das wäre eigentlich mal interessant. Kriege ich dann wieder einen Angriff? Weil es ein Angriff ist. Nee. Wäre sein können. Aber es geht nur mit einem normalen Aktionsangriff.
Ist irgendwie ein Bug, oder? Die sitzen doch jetzt im Zimmer und casten vor sich hin. Kommen die jetzt auch mal irgendwie runter, da. Okay, jetzt ballern wir einfach auf den rauf halt, ne? Kritische Treffer und so. Meine ich. Drauf. Richtig so. Verhau den Typen. Ja. Ich weiß nicht, ob es so sein soll, dass die jetzt die ganze Zeit schon aggro sind. Weil das natürlich nervt, weil ich jetzt dann im rundenbasierten Modus durch die ganze Burg laufen muss, bis ich irgendwann bei denen bin. Die Leiter hoch oder sonst was. Aber würde ich erstmal mich jetzt erholen wollen. Kann ich das auch im Kampf casten? Ah, das habe ich gerade schon, ne? Die Baden-Geschichte. Boah, ist eine lange Rast. Gesang der Rast, ja. Haben wir noch hier? Geht auch nicht. Also die Frage ist, wie komme ich jetzt zu den anderen Kollegen? Hier geht's irgendwie. Eine Tür, einen Hinterraum. Hier geht's raus, das wollen wir nicht. Wie komme ich eine Ebene höher? Man kann hier irgendwelche Leitern benutzen. Aber dann ist man doch nur hier in dem Raum auf irgendwie auf diesem Podest hier oben drauf. Ist ja gar nicht das, was wir wollen. Hier geht's auch nur raus. Durch die Tür auf. Hier kann man irgendwie zumindest hoch, noch eine Leiter. Und irgendwo hin. Hier ein Treppenhaus. Möglich. Ist hier ein Treppenhaus? Nein. Aber es muss ja auch ein Treppenhaus geben. Es wird wahrscheinlich hier in den Seitentürmen sein. In den Dingern wird das sein. Okay, hier nicht. Gibt es nur ein Treppenhaus? Ist ja auch architektonisch etwas fragwürdig. Naja, ich glaube, es ist da. Wir speichern mal. Bevor ich da ewig hingehe und dann sind wir da falsch. Das ist so ein bisschen antiklimaktisch jetzt mit denen. Oh, der bewegt sich jetzt immerhin. Aber vielleicht checken die auch nicht, dass wir eine Ebene tiefer sind. Das kann auch sein. Und deswegen laufen die da oben hin und her genau über uns. Ohne dass das wirklich was bringt.
hat ihre Raserei verloren, weil sie keinen angegriffen hat. Ja. Das Inventar noch umsortieren. Braucht ziemlich jetzt ein paar mehr Tränke noch. Einen davon. Das ist aber komisch. Eine Bonusaktion, finde ich, müsste auch immer eine Bonusaktion mit beinhalten. So. Weil Bonusaktion ist halt immer was Kleineres. Und wenn man halt nichts tut, kann man auch noch einen Trank. Also. So sehe ich das halt. Das ist auch nicht so wichtig oder so schlimm. Ich fände das irgendwie nur logisch. Muss eine Schlangenlinie laufen? Haben wir irgendwie einen kleinen Trank noch, der sich lohnt? Ich weiß, ich kann den großen mal rum wegswürfeln. Uns fehlen wie viel HP? 14. Na, geht schon. Lief der Kampf ja ganz gut. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass das hier so ein bisschen verbuggt ist, der Kampf. Ist also nicht richtig verbuggt. Ist halt, weil die auf einer Ebene sind, aber es ist trotzdem. Entweder kriegen die es mit und kommen runter oder sie kriegen es nicht mit. Und dieses Zwischending ist ziemlich scheiße. Naja, aber ansonsten werden wir erstmal eine. Die brauchen eine Rast, wir machen eine Rast. Ich mache eine kleine Rast, eine kurze Rast. In der nächsten Folge werde ich dann hier zum Treppenhaus gehen und nach oben. Und dann treffen wir auf den Gortash. Spannend wird. Vielleicht erspare ich auch in der nächsten Folge auf den Anfang. Mal gucken, dass ich schon dahin latsche, mit dem ich alles mit angucken müsste. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.